So, hallo Leute. Und zwar hat die Firma Hulterforce, und die gehen mit scheinbar richtig Gas im Moment auf dem Axtmarkt, ein neues Modell rausgebracht. Ich nenne sie jetzt einfach mal Waldaxt. Ist so ein bisschen, glaube ich, angelehnt an diese Dave Canterbury Axt, die man auch nur in Amerika irgendwo kriegt, lizenziert. Und ja, da hat es mich schon wieder in den Fingern gejuckt. Die werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch krallen persönlich. Ja, schauen wir uns das Teil einfach mal an. Machen wir erstmal hier die Dinger runter. Und zwar ist es so eine Mischung aus, ich sage mal, Trekking, Haushaltsaxt, Camp-Axt. Geht eher ein bisschen in die Richtung Camp, weil sie halt einen schönen langen Stiel hat. Das heißt also, ich kann damit wunderbar Schwung aufholen, kann Bäume fällen, was zerhacken. Das werde ich jetzt auch gleich mal ein bisschen ausprobieren, hier an so einer Fichte mal ein bisschen rumhacken. Mal schauen, wie sie sich da macht. Ja, wie immer bei den Klassikmodellen, Hickory-Holz. Wunderbar, schön. Also ich liebe einfach Äxte mit Holzgriffen. Mit den Plastikdingern kann ich nichts anfangen. Lederscheide dabei. Ein Lederschutz. Und da ist sie. Ist von der Klingenform her, ja, eher wieder so diese Halbrunde, also die typische Hulterforce. Ist richtig schön poliert, ballig runter, sau scharf. Ring drin zur Sicherung. Und ja, ist jetzt kein Monster, ist aber auch keine kleine Axt. Kopfgewicht ungefähr 850 Gramm. Und ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Und ja, wie immer halt bei den Klassik-Sachen, wunderbar gemacht, so leicht nach vorne, so ein bisschen so kantig. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wie die sich so schlägt. Ja, erstmal ein bisschen Spalten hacken und dann mal schauen, ob man mit dem Ding auch ein bisschen noch schnitzen kann. Und ja, legen wir einfach mal los. So, jetzt noch kurz zu den Daten. Also, jetzt haben wir hier eine Schaftlänge von, also insgesamt, ja, gute 65 cm Gesamtlänge. Gewicht 850 Gramm Kopfgewicht. Und da haben wir effektiv eine Klinge von 9 cm. Das haben wir unten. Unterstes vom Schliff ungefähr 4,5 mm. Oben ja, 1,5 und Kopf hat gute 2,2 cm. Ja, das waren kurz die Daten. Fangen wir da einfach mal von außen nach innen an. Gut, da hätte ich jetzt wahrscheinlich eher so ein
bisschen Fichte nehmen sollen ohne Äste drin, da hätte das Ganze jetzt ein bisschen besser ausgeschaut. Aber wie man jetzt hier so sieht, erfüllt sie ihren Zweck. Sicherlich ist klar, dass da jetzt nicht die riesen Spaltwirkung da ist. Also mit einer reinen Spaltaxt wäre das jetzt sicherlich schneller gegangen. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas ein bisschen rausschneiden können.
Ja. Das war es jetzt eigentlich. Ja, zum Schluss hat man recht gut gesehen. Also das war definitiv eher ja, das Wetter von der Axt. Das heißt also fällen und ja, Holz her vorbereiten. Also 3 Schläge für einen dicken Ast. Ja, das war's. Vielen Dank. Macht's es gut. Euer Waldläufer.